Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Bundesliga-Partie zwischen unserer Fortuna und Mainz 05. Ich begrüße beide Cheftrainer. Das erste Wort unser Gast aus Mainz, Sandro Schwarz, bitte. Ja, schönen guten Tag. Glückwunsch an Friedhelm und seinen Jungs zum verdienten Sieg. Zu Beginn des Spiels, ich glaube in den ersten 15 Minuten, viel Kontrolle gehabt, viel Ballbesitz gehabt gegen einen Gegner, der tief gestanden hat, der in seiner Grunddeutung dann auch mit einer Fünferkette, Dreierkette gespielt hat. Und ab der 15 Minute nicht gut damit umgegangen sind, dass wir uns zu wenig in torgefährlichen Räumen bewegt, zu wenig dann die Box bedroht und dementsprechend immer wieder mehr Zugriff verloren auf das Spiel in der ersten Halbzeit, schon im 11 gegen 11. Und dennoch war es ein Spiel, wo jetzt keine großen Torchancen waren in der ersten Halbzeit. Und natürlich dann auch mit der gelb-roten Karte gibt es ein anderes Spiel. Viel in unsere Eigenhälfte verlagert dann dadurch, gerade zweite Halbzeit, und viel wegverteidigt, viele Flanken verteidigt, wo wir sehr gut zugeordnet waren in der Box, aber in der einen Situation dann nicht konsequent genug waren und dementsprechend dann auch verloren haben. Und müssen wir uns ankreiden, dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig Zug entwickelt haben nach vorne und in der zweiten Halbzeit dann auch, gerade in Unterzahl, musst du das dann einfach auch konsequent verteidigen, um dann mindestens mal einen Auswärtspunkt mitzunehmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bis hierhin gibt es Fragen an Sandro Schwarz. Oh, bitte schön. Ja, hier sehe ich kein Handzeichen, dann danke nochmals und dann hat unser Trainer das Wort, Friedhelm Funkel, bitte. Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche, Sandro. Ansonsten hat er das Spiel perfekt analysiert. Ja, wir haben 15 Minuten gebraucht, um in unser Spiel zu kommen. Das hat Mainz in den ersten 15 Minuten sehr gut gemacht. Sie haben Ballbesitz gehabt, sie haben uns laufen lassen, aber sie haben keine Torschance dabei gehabt. Wir haben es defensiv das erste Mal komplett über 90 Minuten in dieser Saison richtig gut gemacht. Und wofür ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen muss, ist für die zweite Halbzeit. Da glaubt ja jeder, der Gegner ist mit einem Mann weniger und die muss man jetzt überlaufen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss Kontrolle haben, man muss Ballbesitz haben, man muss versuchen, die Seiten zu wechseln und den Gegner laufen zu lassen. Sie haben geschickt verteidigt, sie haben viele Flanken abgefangen. Viele Flanken von uns waren schlecht. Eine war perfekt und damit haben wir dann das Spiel letztendlich gewonnen. Und ich habe es noch in der Halbzeit gesagt, Männer, wir müssen Geduld haben, wir müssen mit Köpfchen spielen. Lasst euch nicht in ein zu risikoreiches Spiel ein. Wir wollen hinten die Null stehen haben und wenn uns das Tor dann eben in den letzten 10 Minuten gelingt, dann reicht das auch. Dass das so eingetroffen ist, freut mich natürlich. Aber wie die Jungs das umgesetzt haben, das war einfach gut. Dir und deiner Mannschaft wünsche ich für die nächsten Wochen alles Gute, Sandro. Ja, gerade eben auch für die nächsten Wochen wieder ins Spiel gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe, gegen den 1. FC Köln, wir in Paderborn. Also wir da unten spielen jetzt auch in den nächsten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gegeneinander. Dir wünsche ich Punkte in den nächsten Wochen, mir natürlich auch. Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Hier sehe ich auch keine Handzeichen. Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen eine gute Heimreise.